eingeplant bin ich, glaube ich, für das defensive Mittelfeld. Bin aber auch relativ variabel, sodass ich auch in der Innenverteidigung spielen kann. Okay. Das ist schon mal gut. Jetzt habe ich eben gesagt, du hast zum Beispiel Babelsberg, Oldenburg, Stuttgarter Kickers drin. Das sind ja auch so Clubs, die kann man mit uns vergleichen vom Fanpotenzial, würde ich sagen. Ist dir das was Wichtiges, wenn eine Menge Fans im Stadion sind? Ja, ich glaube, als Fußballer macht es immer mehr Spaß, wenn man vor einer großen Kulisse spielen kann. Und deshalb ist die Vorfreude auch jetzt riesig, dass es in 2 Wochen losgeht. Und wenn man sieht und hört, was hier alles so los ist, das ist schon Wahnsinn. Und gerade auch für die Oberliga, dass jetzt die ersten Spiele auch direkt mit 2000 Zuschauern ausverkauft ist, das ist einfach überragend, muss man sagen. Vor Saisonstart, Heimspiel gegen den Kronberger SC. Du siehst jetzt schon, hier ist auch schon ein bisschen was los. Die Bude wird gerappelt voll sein. Wir haben über 1000 Dauerkarten verkauft. Freust dich aufs Spiel und was glaubst du, was dabei rauskommt? Ja, na klar, die Vorfreude ist halt riesig und ja, wir können es glaube ich alle kaum erwarten, dass es dann letztendlich losgeht. Und wie gesagt, die Vorfreude ist riesig. Man sieht, was für ein Potenzial hier im Verein steckt. Und das Ganze drumherum, das ist schon echt irgendwo auch einmalig. Und wir freuen uns alle, dass es dann losgeht und dann mit hoffentlich sofort den ersten 3 Punkten. Wir wünschen dir einen guten Start, alles Gute bei unserem Club. Wir versuchen es dir so schön wie möglich zu machen. Hey, was denn hier was? Vielen Dank. So, und der Team Horn wird gleich den Robin. Steht mir glaube ich nicht zu, über die Mannschaft vom letzten Jahr zu urteilen, vor allem weil wir das Rückspiel 4-1 verloren haben. Aber ich glaube, es war ein turbulentes Jahr für den kompletten Verein mit einem Vorstand, der richtig gute Arbeit geleistet hat. Aber es war halt auch ein Neustart und da lief glaube ich auch nicht alles gut, sowohl sportlich als auch von der Infrastruktur her. Aber man merkt, dass sich im Verein einiges bewegt. Natürlich sind wir noch lange nicht da, wo wir hinwollen als Verein. Das wird auch noch dauern, aber man merkt, dass die Leute wirklich bemüht sind und machen und tun, mit offenem Ohr das Ganze angehen. Und ich glaube, das ist der Grundstein, um das Ganze in die richtige Richtung zu bewegen, dass wir uns gegenseitig zuhören und voneinander profitieren und letztendlich alle anderen ja in die richtige Richtung gehen wollen. Das passiert auf jeden Fall in dem Verein und deshalb, unabhängig was letztes Jahr war, leider mit dem Abstieg, ist es glaube ich jetzt an der Zeit, Ärmel hochzukrempeln, anzupacken und auch mal über die ein oder andere Sache hinwegzuschauen, die vielleicht noch nicht funktioniert. Und das ist vollkommen normal nach den turbulenten Jahren der letzten. Ja. Okay, eine letzte Frage noch, sonst fällt mir gleich der Arm ab. Ich muss uns höher halten, das Mikro bei dir. 1000 verkaufte Dauerkarten, die Rückkehr in die Grotenburg, es tut sich einiges im Verein. Wie viel Bock hast du? Ja, ich wiederhole mich, ich will auch nicht sein, der immer sagt, es ist alles toll und wunderbar, aber wirklich Kompliment. Man merkt, was ehrliche Arbeit bewirkt. Ich glaube, was wir jetzt gerade sehen, so ein Ruck, der durch den Verein, durch die Mannschaft, durch die Stadt geht, das ist einfach einmalig und was die Fans. Ich war selber einmal da, Grotenburg-Supporter, muss ich an dieser Stelle einfach nochmal ein Kompliment aussprechen, was da für eine Arbeit gemacht wurde, ist nicht in Worte zu fassen, das ist selbstverständlich und das zeichnet, glaube ich, auch KFC oder vielleicht diesen neuen KFC auch nochmal aus. Mit harter, ehrlicher Arbeit gehst du in die richtige Richtung und deshalb, ich bin unheimlich dankbar, das miterleben zu dürfen, Teil von diesem Ganzen zu sein, mit anpacken zu dürfen. Und diese 1000 verkauften Dauerkarten sind ein absolutes Zeichen. Und wir sind dann in der Pflicht, das auf dem Platz am ersten Spieltag und im Laufe der Saison auch ein Stück weit zurückzugeben. Ja, und das werden wir definitiv machen. Danke nochmal, Robin Recke, und nochmal herzlich willkommen zurück beim KFC.